Klingt doch besser so. Drake gibt sich nicht kampflos geschlagen. Tu ich nicht. Oh, Punkt. Moment. Das hätte ich mir bestimmt nicht eingebildet. Doch, hasse. Komm noch her und guck nach. Komm. Hier ist nichts. Na gut. Dann halt nicht. Der ist halt auch, ne? Aber der hat auch Granaten da oben. Ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich da hochkomme. Dann kann ich... Ist das echt? Nach der ganzen Geschichte? So, komm noch mal her, Schnucki. Und halt's Maul. Die FAL nehme ich mir. Den markiere ich. Ist das safe, dahin zu gehen? Zu dem? Ich meine, noch hat niemand was bemerkt. Wäre nice, wenn das so bleiben könnte. Bude. Echt schick. Willst du vielleicht mal drin schlafen? Nur so ein Angebot. Okay. Noch einer down. Fehlen ja nur noch 320.000, keine Ahnung. Wir haben sie. Fick alles. Ich bin raus, Freunde. Piss dich! Brich dein letztes Gebet. Nein! Mach ich nicht. Noch nicht. Mein Freund. Nee. Round aus, deckt alle Seiten ab. Hier ist auch keiner mehr. So, ich bin wieder on fire, Bitches. Die da oben konnte ich alle nicht markieren, das ist scheiße. Komm rüber. Elena, wärst du nochmal so freundlich? Elena? Elena? Bist du da? Oder bist du verschollen? Hä? Elena ist weg. Nein. Gut. Mach ich's halt. Da drüben ist Elena. Ach, was macht die denn dahinter? Und was macht er da unten? So, ich könnte ja mal ein paar Granate schmeißen, oder? Ein paar Knalltüten zur Unterhaltung. Moment. Oder erst noch ein paar Genickbrüche. Und dann ein paar Knalltüten. Das finde ich eine gute Idee. Oder mein Hübscher?
Hui! Weitersuchen! Sie sind hier irgendwo. Hier irgendwo. Aber wo? Aber wo, aber wo, aber wo, Freunde? Das wisst ihr nicht, ne? Hey, wie sieht's aus? Was entdeckt? Nein, ich sehe sie nicht. Nicht? Guck mal. Na, vielleicht nicht. Die wir verschwendet. Und ich verschwende ungern Granaten. Ich würde mal sagen, kommen wir zu dem Kollegen da, oder? Wo steckst du, Arschloch? Guckst du gründlich nach, Junge? Scheinbar nicht. Weg ist er. Und die Granate ist meine. Und der da oben ist gleich auch weg vom Fenster. Aber hier war irgendwo einer letztes Mal. Und deswegen mache ich den mit einer Granate weg. Komm her, Schnucki. Na komm. Oder du. Heilige Scheiße! Komplett überfordert mit der Situation. Und noch eine hinterher. Komm. Kein Feuerwerk? Ich glaube, da muss ich mich noch mal bewegen. Moin, Bruder. Was geht, Alter? In den Hodensack. Wir müssen in der Nähe sein. Irgendwo hier. Guck mal nach, Bruder. So. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Helena, wen hast du mir gezeigt? Den da oben. Du Arschloch. Wie? Schnucki. Komm doch mal her. Spaßverderber. Wo steckst du? Sieht keiner. Was war das? Gar nichts. Wunderbar. Der sieht seinen Kollegen wunderbar. Toll. Du bist aber echt einer. Was ist das für eine? Ah. Komm, 59. Mit Scope ist besser. Komm. Weg mit ihm. So. Wie komme ich jetzt hoch, ohne gesehen zu werden? Keine Spur von ihm. Hast du was? Gut da drüben. Ich gehe hier lang. Sei da ist einer. Den wollen wir mal nicht aufschrecken. Ich habe keine Granaten. Und wenn ich ballere mit dem Ding, dann ist es vorbei, ey. Wir sind das noch und er sieht mich gleich. Irgendwas gesehen? Ich habe ja kein Glück. Hier ist aufrecht. Such da drüben. Ich übernehme diese Seite. Das sind auch ganz schön viele, ey. Freunde, jetzt spielen wir gemeinsam. Das Lied vom Tod. Ich hab dich! Hinter der Mauer!
ist. Das war's? Was zu da? Wie? Wer hat den Granatwerfer? Wo? Von wo? Bist du bescheuert, Junge? Passt schon. Mir geht's gut. Halt doch mein... Mau, Junge. Okay. Du und deine lächerlichen Granaten, Bruder. Einer down. Warte. Vorsicht, Schatz! Ja, ja. Der ist weg. Und der auch. Mit einem Knall. So. Verdammt. Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja. Gehen wir weiter. Oh, hat schon Bock gemacht, ne? Also, ich muss sagen, das war echt, das finde ich nice Kampf. Die sind anspruchsvoll, aber man hat die Möglichkeit, mal eben so ein bisschen abzutauchen, nochmal neu zu überlegen. Und das ist einfach, das hat in den ersten gefehlt. Da konntest du sneaky vorgehen, aber wenn du einmal ertappt wurdest, warst du einfach am Arsch. Ja, im dritten Teil gab es ja auch schon diese Tauchsequenzen da. Aber die haben dich trotzdem immer gesehen, die wussten immer, wo du bist. Und diese Kämpfe sind so gut gebalanced einfach. Gerne mehr davon eigentlich. Also, ne, das ist der Punkt. Absoluter Höhepunkt. Und dann vorbei einfach. Oh, ich hätte ein bisschen mehr, Mann. Ein bisschen mehr. Vielleicht durch diese Höhle. Jetzt muss ich das Spiel immer und immer wieder spielen, weil es so gut ist. Und werde nie wieder ein anderes Spiel. Ja gut, also ich hab mal... Ich habe ehrlich gesagt mal Lost Legacy da angefangen, da. Ja, ja, ja. Ja. Das ist meine Meinung. Mehr sage ich nicht. Ich habe es wirklich. Ich hab dem Spiel eine reelle Chance gegeben, also nicht irgendwie nur kurz angezockt oder so und dann gesagt, scheiße. Ich habe wirklich eine ganze Weile gezockt. Aber irgendwie haben mich die Charaktere nicht so krass gejuckt. Gerade Nadine. Mist, wie viele Leute hast du hergebracht, Nadine? Wozu hat sie sonst eine ganze Armee? Meinst du, sie haben einen Schatz? Hoffentlich nicht. Wäre besser für Sam. Hey, hier ist was. No. Adressiert an Richard Wand. Gründer Wand, ich habe euch... Adam Baldridge. Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Sie waren beide Gründer? Offensichtlich, Elena. Warum musst du das noch hinterfragen? Hui! Total sicher. Und erfrischend. Ach, erfrischend. Sag ich doch. Nate, muss man nicht alles nachplappern. Erstmal drauf schießen. Runde Mogulbox. Komm, Nate. Hoch hinaus. Nate. Nate.
Nate. Hä? Okay. Aber Hauptsache, er hat's jetzt gemacht. Mehr will ich doch nicht. Geil. Vorsicht da unten. Und hinterher. Yippie. Und hinterher. Yippie. Mist. Ich seh nicht zu fassen. Doch, kriegst du. Komm zu Papa. Na, warte. Jawohl. Und jetzt? So. Wo soll ich hin? Hier höchstwahrscheinlich. Nach dir. Ah, wie süß. Ich soll den Köder für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Schön. Einfach nur schön, die beiden. Wow. Ich wollte gerade sagen, schöne Aussicht. Aber das war's wohl. Nicht so schlimm. Musst du das Spiel gerade echt laden? Lol. Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Tja, schon wieder nass. Müde, angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Ich könnte was essen. Ich hab Chips. Willst du was? Geht's mir gut. Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Okay. Du musst wahrscheinlich hier rein, ne? Los, oh ja. Versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja, ich bin direkt hinter dir. Hör mal, Pool im Haus oder was? Die gönnen sich die Piraten. Oh. Batsch gegen den Boden. Ich dachte, da kann man noch irgendwie was finden. Sah danach aus, war aber nicht so. Hier alles geflutet? Grund genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es war. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Okay. Sieht bequem aus. Na, sieh mal an. Boah, nicht so mein Stil, ne? Muss nicht. Schön, aber muss nicht. Ich mag's futuristisch. Was ist das? Wieder was zu lesen. 9. September 1718. Gründer Baldridge. Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund vor unserer Zeit in Libertalia bitte ich euch inständig, mich anzuhören. ich weiß nicht, wer die Stadt unter aktuell unserer aktuellen. Wisst ihr was, lest die Scheiße selber, ich hab keinen Bock mehr mittlerweile hier, da. Macht auf Pause, das ist YouTube. Oder kauft euch das Spiel selber. So. Mittlerweile kommt irgendwann immer. Wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. In jedem Let's Play der Punkt, habe ich keinen Bock mehr zu lesen. Ich mach's jetzt auf, vor allem weil dann immer eine Voiceline kommt. Aber lesen. Kennt ihr das nicht alles schon? Nicht? Also.
Von daher. Gut. Oh. Hier ist tief. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Und Strömung. Elena, kommst du? Den Geräuschen nach, ja. Weiter geht's. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Das trotz, dass das eh schon eine ganz schöne Festung hier ist? Oder wurde das alles erst später gebaut? Weil ich meine, von Mauern wurde ja irgendwie schon lange vorher berichtet, ne? Draußen im Oh, schöner Wasserfall. Ja, rein da, oder? Wohl wieder schwimmen. Wow, wow. Die Strömung ist stark. Ja, pff. Dann gehe ich hier lang. Scheiße. War wohl auch nix. Warte. Warte, ich drücke ihn runter. Toll, danke. Oh. Ja gut, ne? Okay. Gern geschehen. Danke, du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Schon okay, ich nehme es mal als Kompliment. Solltest du auch. Ich muss darüber. Spiel. Etwas Wasser geschluckt. Gnädig, danke. Da. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Zu schwer. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Warte, ich hab was. Das sollte gehen. Okay, weg da! Und... Bitte! Okay, Schabupp. Schaffte? Let's go, weiter geht's. Komm mal her. Ich hab da was. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Oder wir werden einfach unten drunter durchgekrochen, aber... Scheinbar ist nicht ja fett, die Sau. Aber scheinbar auch nicht so fett wie Elena. Dabei sieht die einfach viel leichter aus als Nate, aber naja, scheinbar schummelt das Spiel gerne ein bisschen, was das angeht, ne? Sieh mal, Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Mhm. Ist doch toll. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew,
Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Two laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Ach, Elena. Du begreifst allmählich, ne? Ein normales Leben. Bei euch beiden. Ja. Aber echt wirklich, dieses Storytelling, das ist schon echt nice gemacht. Also das, ich hab immer noch Pringles im Maul. Und Spucke. Vor allem Spucke. Im Namen von Lord Harry. Nee, ich hab gesagt, ich lese nicht mal vor. Ihr könnt mich mal. So. Ist mein Kanal. Und tschüss an alle meine Zuschauer. Hab dich.